Ich grüße euch, meine Freunde. Da bin ich wieder, euer Zordan, auf dem Weg nach Hause. Und das sind noch stolze fast 11.000, also etwas mehr als 11.000 Blöcke. Also doch noch einiges, was wir hier zurückzulegen haben. Aber ich habe zum Glück ein schnelles Pferd dabei, was nur nicht so gerne durch Wälder reitet. Was ich ihm nicht verübeln kann, denn durch Wälder reiten ist doof. Hier gibt es Höhleneingänge, die wir links liegen lassen, denn wir wollen ja rechtzeitig zu Silvester zu Hause sein. Also Beeilung, Beeilung. Huch. Und ich sammle zwischendurch immer Blumen ein, wie es scheint. Ich werde doch wohl nicht Silvester verpennen und nicht rechtzeitig zu Hause ankommen. Das wäre natürlich auch doof. Atschen. Naja, im schlimmsten Fall gibt es wieder eine Woche mit vielen Folgen, was dann einfach so ist wegen der Reise, aber ich hoffe mal, dass ich nochmal durchkomme. Wenn es gar nicht geht, muss ich wieder zurück nach Sternsing und doch mit dem Schiff fahren, aber ich möchte doch dieses neue Pferd hier mitnehmen. Und währenddessen muss ich mir schon mal Gedanken machen, wie war das nochmal mit Raketen? Ich möchte gerne Raketen steigen lassen dieses Silvester. Und Dynamit, so richtig rumballern. Das wär's doch mal, oder? Gucken, was uns noch so begegnet. Das ist auf jeden Fall auch... Ich reite jetzt ja straff nach Süden. Und das ist also alles Gegend, die ich noch nicht kenne. Und schaut mal, da ist schon wieder ein Dorf. Schon wieder ein Walddorf. Und hier ist ein tiefer Schacht. Der geradewegs in die Tiefe führt. Ein bodenloses Loch. Mit Wasser unten drin. Also nicht ganz so bodenlos. Eine bodenlose Frechheit. Ja, ich hab das... Ihr habt's richtig verstanden. Und das Dorf, das nicht erreicht werden will, denn hier steht alles zu. Brems! Was haben wir hier? Ui, das ist aber ein massives Haus hier. Guckt euch das mal an. Seid gegrüßt, Fremdlinge! Wem gehört denn dieses Haus, was man nicht erreicht? Oh. Na, dann bleibt mal besser da drin. Ich bin jetzt... Ich habe keine Zeit, um euch hier... euer Dorf richtig zu bauen. Und... offensichtlich ist Magie am Werke. Dann seht ihr, da werde ich wieder in der Zeit zurückgeworfen. Das hatte ich schon befürchtet, dass das passieren wird. Keine Ahnung, ob das auch Barbaren sind. Die sind alle sehr... sehr maulfaul hier, die wollen nicht mit mir reden. Auf jeden Fall noch so ein Tannendorf, schön. Also es gibt auch einige Dörfer, auch hier dann in der Gegend, wenn es danach geht, wieder einen Bürgermeister zu finden. Doch diese sind natürlich alle nicht in, im Dreielbenland, sondern weit außerhalb und deswegen wahrscheinlich auch nicht geeignete Orte. So, mal gucken, wo er wieder... mich wiederholt. Danach muss ich. Oh, sag mal, das ist aber jetzt schlimm gerade. Man kann ja wirklich nicht reisen im Moment, wenn das so weitergeht. Muss mal kurz warten. Ich weiß nicht, ob das von sich aus besser wird. Ah, ich weiß schon. Jetzt sind gerade so viele von den Freunden gekommen, dass der unser guter Gott Mojang Probleme hat, Servar irgendwie in der Spur zu halten. Also, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Habt Spaß. Viel Spaß da bei dem, was ihr auch in der Heimat macht. Ausnahmsweise wäre ich jetzt auch nicht so super traurig, wenn ihr später auf die Welt kommt, weil sonst komme ich nämlich wahrscheinlich überhaupt nicht voran. Aber gut, wir schauen einfach mal, wie es funktioniert. Ich habe natürlich auch, das ist ein bisschen natürlich auch meine Schuld, weil ich wieder eins der schnellsten Pferde der Welt hier unbedingt mitnehmen musste. Oh ja, ich meine, ehrlich. Das ist ein schnelles Pferd, das kann man ja nicht zu Hause lassen. Oh.
Oh, Schwarzeichenwald. Eine Finsterhöhle. Alle Nase lang macht das ja echt Spaß, mal wieder so die Welt zu erkunden. Warte mal, wir müssen uns geschickt anstellen. Und hier mit dem Steak so ein bisschen das Blätterdach zur Seite machen. Gucken, ob ich jetzt irgendwie eine Chance habe, mit dem Gaul durchzukommen. Ja, sehr gut. Dann kann ich nämlich erstmal wieder warten, wo er mich hinschubst. Oh. Das gibt's ja wohl nicht. Ihr lieben Kollegen, macht Feierabend, kommt später wieder. Ich muss dann nach Hause. Und zwar noch in dieser Aufnahme. Bitte. Ja gut, dann müssen wir damit leben, dass Mojangs Überforderung uns wieder in den Zeitenfluch unterwirft. Ich bin einfach mega beeindruckt über die Landschaftsvielfalt hier. Tolle Wasserfälle, tolle Seen. Ich weiß noch, dass meine allererste Minecraft-Welt, in der ich so für mich gespielt habe. Upsa, Entschuldigung, Pferd. Dass das auch an einem Wasserfall war. Da habe ich mir so ein kleines Höhlenhaus mit Glas reingebaut. Das war natürlich noch blutiger Anfänger. Ich hatte von Minecraft überhaupt keine Ahnung. Da waren so ein paar Dorfbewohner auch und hab ich da so eine Anlage vielmehr. Das war ja kein richtiges Dorf, sondern mehr so eine Art Burganlage gebaut. Natürlich, natürlich. Und das war echt schön. Deswegen mag ich so Wasserfälle total gerne. Ach Leute. So. Das war jetzt gar nicht schlecht, dass mich das zurückgeworfen hat, weil... Junge, Junge, das ist gefährlich hier. Mal vorsichtig absteigen und versuchen, an diesem Birkenwald vorbeizukommen. Diese Birkenwälder sind eigentlich die schlimmsten zum Vorankommen. Fichtis gehen meistens noch, weil die so schlank nach oben wachsen. Hexenwacht rückt näher. Mal gucken, wie viel wir schaffen heute. Wah, wah, wah. Der Sicherheitsbaum hat mich gefangen. Und rauf hier. Und was ist das denn? Warte mal. Fernglas? Ich dachte eben ernsthaft, da wächst ein Riesenpilz. Aber das ist irgendwie nur eine Erdplattform, die sich da so gehalten hat. Das ist ja witzig. Ja, okay, wir sind schon wieder. Wir hängen schon wieder. Und das werden wir jetzt die nächsten beiden Folgen auch noch die ganze Zeit erzählen. Weil das ständig passieren wird. Und hier in dieser kleinen Ecke steige ich mal ab. Stell mal das Bett hin. Guck mal, ob wir schon schlafen können. Geht. Pferd, nicht weglaufen. Und alle waren überpünktlich in der Falle. So, jetzt kann ich zusehen, wie ich hier raufkomme. Huiuiui, Bergsteigen zu Pferde. Das geht eigentlich ganz gut, aber ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich glaube, ich werde den Berg eher umrunden müssen. Dann komme ich auch mal an diesem komischen Erdpilz näher ran vorbei. Das ist schon ein Gebilde. Verrückt. Uah! Wow. Wow, 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 wow. Ah, hier geht's. Halbwegs. Ah, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Und da kommen wir auch ganz gut hoch. Das machst du wunderbar. Wie lange alleine dieses Klettern dauern würde. Und was ich befürchtet habe auf der anderen Seite. Natürlich, ein riesen Fichtiwald. Aber den können wir noch umreiten. Das geht noch. Guck mal, hier kann ich sogar... Eine riesen Schlucht, schaut mal. So ein richtiges... Als wenn Mojang mit seinem Götterschwert in die Landschaft gehauen hat. Eine gewaltige Spalte zurückließ. Wer weiß, wer und was uns noch so begegnet. Ich mache das ja auch vor allem deshalb, weil ich herausfinden will, ob es einen direkten Landweg nach Sternsingen gibt. Ich weiß, sonst mussten wir ja immer ein Stück auch mit dem Schiff oder mit dem Boot fahren. Und jetzt reite ich ja nun schon eine ganze Weile. Schaut mal. Heiliges Tal, da, Sternsingen, Heiliges Tal der Pferde.
Barbarendorf Finsterwalde. Und jetzt reiten wir ja schon hier ein ganzes Stück. Da ist das andere Dorf. Reiten wir ja schon gen Süden. Und dann müssen wir mal gucken. Da unten ist Exennest. Das habe ich. Das, die kleine Stadt in Neugedungen, die ich vor Urzeiten, damals, als wir gemeinsam mit dem Powerplayer. Also ich mit Opa Zero und dem Powerplayer, als wir da gemeinsam Neugedungen erkundet haben. Das ist bei mir so um Folge 200 irgendwas rum, glaube ich, gewesen. Also schon echt eine ganze Weile her. Wir sind ja nun schon Folge 702 heute. 9. Wie die Zeit vergeht. Und das, obwohl ich ja doch sehr, sehr lange Pause hatte. Ne? Dieses Jahr waren es ja dann wirklich nur 30 Folgen, die ich rausgebracht habe. Nee, gar nicht. Ja doch, ich hatte Weihnachten letztes Jahr, kurz danach hatte ich aufgehört und dann waren wir bei 630, 70 Folgen. 70 Folgen rausgebracht. Grob. Da sieht man mal, wie lange das dann schon her ist. Ich habe ja nicht jeden Tag eine Folge, so wie das die anderen machen. Oder viele andere machen. Hallo Schafe, ne? Na, wie geht's? Ich verarsche Schafe zu gerne. Sind wir jetzt weniger? Ah ne, der fiende Bergzeit. Ich, ne, alle noch da. Dann wollen wir den Tag mal nicht vor dem Abendbrot loben, weil wahrscheinlich hängen wir gleich wieder. Das war ein kleiner Hänger, aber der war nicht schlimm. Genau im richtigen Moment abgepasst sozusagen. Man merkt, wie sich die Landschaften im Norden doch alle noch so ein bisschen ähneln. Es gibt wenig Dschungel oder Wüste, hauptsächlich Fichtenwälder, andere Wälder, Schnee und Eis natürlich hier und da. Und ich reite hier durch die Gegend, dass euch schlecht wird wahrscheinlich. Brauche ich eigentlich noch Blumen? Sternen singen hätte ich noch welche brauchen können. Zu Hause geht's. Ja, und jetzt kommt das, was ich gehofft hatte, vermeiden zu können. Aber ganz wohl geht's wohl nie in diesen nördlichen Landen. Der berühmte Eichenbirkenmischwald. Vielleicht ist es mal an der Zeit, ein wenig über das Jahr 2016 und das kommende Jahr 2017 zu sprechen. 2016 war ja in der wirklichen Welt für viele und so auch für mich ein äußerst mühsames Jahr mit vielen Nackenschlägen, Rückschlägen und so weiter. Aber auch viel Positiven aus der Freundschaft heraus. Das war so gemischt bei mir, so ambivalent. Einerseits das beste Beispiel in meiner achtjährigen Beziehung haben wir uns getrennt, aber wir sind dafür total gut miteinander auseinandergegangen und sind noch sehr, 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 sehr gute Freunde und teilen uns ja noch ein Haus zurzeit. Und das funktioniert aber alles, was die meisten Leute nicht verstehen können, aber es war halt eine gemeinsame Entscheidung und alles gut. Und ja, politisch und in der Welt. Ich hatte viele Probleme damit, viele Struggle, also viele Mühen damit klarzukommen, wie das so in der Welt mit der politischen Meinungsäußerung und so weiter und so fort und die negativen Auswirkungen sozialer Medien und so weiter, was sehr viel Energie kostet und auch die Verzweiflung so an manchem und mancher Meinung und so, das hat mir arg zugesetzt und das, da lerne ich so mit umzugehen und mich da weiter zurückzunehmen und mich mehr um Unterhaltung zu kümmern. Und jetzt gerade zum das große Fressen. Das hört nicht auf. Junge, das war ein Riesensteak. Das muss ein Mammutsteak gewesen sein. Ja, insofern, ich bin sehr, sehr froh, dass 2016 vorbei ist, aber ich fürchte, 2017 wird trotzdem auch sehr anstrengend werden. Aber schauen wir mal. Ich hoffe auch auf viel Gutes. Ich habe so hobbymäßig mit Musik und mit Rollenspiel und was ist denn das für eine Höhle? War keine besondere. Viele gute Schritte nach vorne gemacht, viele Erfolge sozusagen in Häkchen gefeiert.
mit unserem Zombie-Apokalypsen-Rollenspiel. Das läuft ganz gut. Wenn ich Glück habe, wird es vielleicht sogar veröffentlicht. Und ja, überhaupt in der Freundschaftsrunde ist echt alles. Ich bin, kann mich glücklich schätzen, viele tolle Freunde zu haben. Und ich hoffe, das geht euch auch so. Ich hoffe, dass ihr alle, die wie ihr da seid, hier so in meinem Dunstkreis zumindest. Ich wüsste keinen, mit dem ich so schreibe hier und mich über Kommentare austausche, dem ich nicht einfach nur alles Glück der Welt gönnen möchte, weil ihr seid einfach super tolle Menschen alle und ich bin froh, dass ich euch habe. Auch das hat viel Antrieb wieder gegeben, nachdem ich mein tiefes Energieloch überwunden hatte, dann hier wieder anzufangen und so toll wieder aufgenommen zu werden. Ihr wart ja, also es gab so viele nette Kommentare und Ansagen von wegen, wir sind froh, dass du wieder da bist, wir freuen uns daran, ja, es geht weiter. Und dann hatte ich ja mit der Geschichte über die Elfenkönige angefangen. Und ja, da habe ich einfach total tollen Rückhalt bekommen und viel Energie von euch. Und das war einfach super klasse. Das hat mich echt super gefreut. Ja, und ansonsten, es war auch ein verdammt tolles Nerd-Jahr, das muss ich mal sagen. Also so aus Nerd-Sicht, für was ich mich ja nun wirklich halte, gab es viele tolle, geekige neue Sachen. Und so kann es weitergehen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass Vernunft und Frieden und Freiheit für die Menschen über alles obsiegen und die Menschheit einfach mal lernt, dass man statt sich über irgendwelche dummen Götzen und Gottheiten und Religionen und sonst sowas zu streiten und über Macht und Geld und sowas, dass man doch vielleicht einfach mal statt sich total kindisch zu verhalten und einander alles zu neiden und sich von Angst treiben zu lassen, dass man vielleicht einfach mal den Mut aufbringen sollte, aufeinander zuzugehen und zu sagen, hey, du bist interessant, ich möchte dich gerne kennenlernen und du bist nett und du gefällst mir und ich mag dich und ist mir völlig egal, woher du kommst oder so, du, wenn du nicht zu mir bist, bin ich nicht zu dir, wollen wir uns nicht näher kennenlernen, irgendwie so, weil, wisst ihr, hier ist ein Canyon, schaut euch das mal an, tiefer Canyon, wow, und da muss ich jetzt irgendwie rüber, der tiefe Canyon des Lebens. Ja. Schluchtenreich war das Jahr. Und wie ich symbolisch diese Schlucht jetzt hier überwinden werde, so wird auch 2016 überwunden werden und ein neues Jahr kommen und schauen, wie es da weitergeht. Ich hoffe nur im Guten und mit viel Gesundheit für uns alle. Und das hier ein interessanter Überhang. Nein, ich habe jetzt keine Lust, mich mit dem Skelett da zu prügeln. Dazu müsste ich absteigen. Denn ich will näher an zu Hause ran. Guck mal, wie viel wir geschafft haben. Das könnte sich wirklich gerade so ausgehen, dass ich, wenn wir nicht gerade noch übers Meer müssen oder so, oder ständig zurückgeworfen werden, dass wir einigermaßen pünktlich zu Hause ankommen. Ja, aber ich fürchte jetzt, durch diesen Birkenwald muss ich jetzt doch irgendwie durch. Ah, ich hasse es. Aber auch das sind nur Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Und dann ballern wir das alte Jahr mit seinen Gässigkeiten und Hässlichkeiten weg und genießen Musik und Freundschaft und Feier und... Ja, das ist vielleicht eine große Erkenntnis des Jahres. Und jetzt komme ich hier gerade an die Meeresküste. Da werden wir also gucken, in welche Richtung wir jetzt weiterziehen. Eine der großen Erkenntnisse für dieses Jahr für mich ist, dass man manchmal wirklich, wirklich, wirklich zusehen soll, dass man das Leben einfach ein bisschen mehr genießt. Und sich nicht für immer alles so viel in den Kopf macht, auch einfach mal fünfe gerade sein lässt. Und von wegen immer auf Ernährung achten und Diät und bla und dass man immer politisch korrekt ist. Nein, auch mal einen Witz machen, der böse ist und schwarzen Humor hat, das muss die Welt abkönnen und mehr lachen einfach, mehr genießen und einfach mal mehr Dinge tun, die nicht die Dinge tun, die von einem verlangt werden oder von denen man denkt, dass sie erwartet werden, sondern auch einfach mal auf das eigene Herz hören und sich selber fragen, was möchte ich denn jetzt eigentlich wirklich, woran habe ich Spaß, woran habe ich Lust, was erfüllt mich, was
Was gibt mir... Gibt meiner Seele Nahrung, wisst ihr, was ich meine? Weil es ist sehr wichtig, dass nicht nur der Körper, sondern auch die Seele... Nein, ich will dich nicht schlagen, Pferd, komm raus da. Sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Seele Nahrung bekommt und... Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit werden wir viel zu oft gezwungen durch Stress und Alltag und hast du nicht gesehen, dass wir es zwar hinkriegen, irgendwelche Nahrung in unseren Körper zu schaufeln, aber unsere Seelen verhungern. Und das müssen wir verhindern irgendwie. Und ich muss zusehen, wie ich hier irgendwie über diese unbekannte Landzunge X komme. Oder ich muss noch weiter außen rum. Vielleicht geht das. Wir werden es versuchen. Und zwar in der morgigen Episode. Und wenn wir dann noch eine dranhängen müssen, dann ist das wohl so. Ich reite wieder zurück in die Richtung und... Ihr könnt schon mal abschalten. Genug von den besinnlichen, trübsinnigen Gedanken des Barbaren. Morgen geht's wieder. Wird's wieder fröhlicher. Nämlich fröhlich schiebe ich hier mein Pferd durchs sumpfige Wasser. Das wird der Inhalt der nächsten Folge wahrscheinlich sein. Mal gucken, ob ich damit ankomme. Weil irgendwie bewegt sich dieser Gaul so gar nicht. Und ich habe kein Seil dabei. Ich habe auch keinen Schleim dabei. Aber ich habe gute Musik dabei, das ist schon mal wichtig. Eine gute Gitarre, Gitarrenheld, der mich vorantreibt. Na komm schon. Ich kann dir nicht reingucken, Pferd, du bist ziemlich hohl. Weißt du das eigentlich? Oh, Yeek. Mojang ist... Mojang, das Mojang ist böse. Mojang, guck mal, der ist total der, der achtet nur aufs Geld, der spart, wo er kann. Er macht sogar die Pferde hohl. Unglaublich. Dass ich hohl bin, da war ja nie ein Zweifel dran, aber mein Pferd? Naja. Okay, genug des Blödfuchs. Ab durch die Mitte, und... Bis morgen, tschüss. Es winkt mit dem Steak der Zollern.